In puncto Gardearbeit gibt's manche Pflaume. Andere haben das sogenannte grüne Daumen. Jetzt kommt einer, dem sein Garde ist in Schuss, doch etwas anderes macht große Verdruss. Wollen wir den mal rennen lassen? Ich hatte eine wunderschöne Gatte, ganz umzäumt mit lauter Latte. Die Latte hier auf, Katz überm Butte, damit sie nicht faul wäre und verrotte. Als ich Brombeere zu flicken hatte, war ich neidisch in meinem Gatte. Und wie ich so das mein Lattezahn gucke, kommt einer gelaufen, als wäre er mich hucke. Er kommt näher, ich denke, na nun, der kommt ja direkt auf meinen Lattezaun zu. Dann war er am Zaun, guckt nunna, guckt nuff. Ich steh Mäuse still und denk, jetzt pass auf. Dass ich nicht blind war bin, ist noch ein Wunder. Lost der Kerl von mir doch gerade die Hose runter. Er tut sich langsam und bedächtig bicke, um sich im Mordsding aus am Hinterdäl zu tricken. Doch eh das Ding kam von oben, hat ich mein Schiff schnell unterm Zaundasch geschoben. Ich han dann gestaunt und das Lachen verbisse, derweil hat er auf mein Schiff geschissen. Doch eh der Schiff steht sich ganz verbohren, hab ich mein Schiff schnell weggezogen. Es kam so wie ich gedacht, der Scheißer wollt gucke, was er gemacht. Er dreht sich herum, tut's auch auf Reise und ruft ganz entgeistert, ey, wo ist denn mein Scheiße? Er hat nichts gesehen und hat nichts gerochen. Der Angstschweiß ist ihm ausgebrochen. Die Knie, die waren dem schon ganz lasch. Erst packt er sich an den Kopf und dann an den Arsch. Und als er sich dabei die Finger beschmiert, da weiß er, da ist ein Wunder passiert. Er kommt nämlich raus aus dem Staune und Stutze. Vor Schreck vergisst er sich den Arsch abzuputzen. Dann rafft er sein Buchs hoch und rennt fort. Vor Schreck von diesem unheimlichen Ort. Ich kann an dem Tag kein Brombeer mehr pflicken. Ich kann mich vor Lache nicht strecken, nicht bicken. Den ganzen Tag han ich gelacht, weil ich mit meiner Schipp ein Wunder vollbracht. Dann steig ich auf mein Leder, auf die Oberstuf und han dem Scheißer nachgeruf. Hab Dank, du ruchloser Kacker, die Schimpfwoll hat mir gerade noch gefehlt von mein Acker. Ein paar Tage später, ich war in meinem Gatte. Da seh ich an meinem Zaun ein Schatten. Ich schleich mich hin und bin von der Socke. Da tut doch der Scheißer schon wieder hocke. Pass auf, denk ich, den will ich wohl necke und verschwimm hinter der Brombeerhecke. Ich schlaf schnell zum Stall, wo die Hühner tun sitzen, um mir aus dem Nest ein Ei zu stibitzen. Dann nehm ich mein Schipp und schleich auf die Socke, zurück an den Zaun, wo der Scheißer tut hocke. Er sucht grad Papier, um die Hühner zu putzen. Ich denk, die Zeit, die musst du nutzen. Schnell han ich ihm, das ist nicht gelogen, mit dem Schipp und am Arsch sein Scheiß weggezogen. Da
Ei leg ich ganz leise und sacht an die Stelle, wo er vorher sein Haufen gemacht. Es kam, so wie ich gedacht, der Scheißer wollte gucken, was er gemacht. Er dreht sich rum, tut die Augen aufreißen und denkt, nanu, wo ist doch mal Scheiße? Das ist doch ein Ei, ist die China tun lehe. Er kann's noch nicht fassen, was für es sehe. Schnell mit dem Ei zu seiner Frau tut er laufen und schreit, Frau, wir brauchen keine Eiermäse kaufen. Und dann erklärt er ihr klipp und klar, wie das mit der Scheiße am Lottezahn war. Sei Frau, meint, das muss man mal erst beweisen. Ein Mensch kann doch sein Leben doch keine Eier scheißen. Doch, sah der Mann, nun gut und schön. Beim nächsten Kacke kann ich es ja sehen. Doch musst du damit warten bis morgen, denn das kann ich halt nicht nochmal besorgen. Am anderen Tag war es dann soweit. Frau, ruft der Mann, es ist höchste Zeit. Komm schnell mit deinem Hut und halte mal drunter, sonst falle die Eier, so hat er runter. Die Frau kommt gelaufen, so schnell wie sie kann. Er hockt auf den Butte und fängt auch schon an. Sei Arsch, der tut Kacke wie ein Gewitter im Mai. Doch was dabei rauskommt, das war kein Ei. Sei Frau guckt innen und fangt an zu flennen. Dann tut sie wie wild in die Stupfe rumrennen. Sie tritt ihm in den Arsch und schreit voller Wut. Mich hast du beschissen und dazu noch mal Hut. Ich kann doch nur sagen, ich muss es ja wissen. An mein Zaun hat er niemals eure Geschüsse. Schelach. Im Rotkäppchen ist es so ähnlich gegangen, dass das Schwein kam, auf immer hat es neben der Hecke den Wolf gesehen. Also, was hast du denn für große Augen? Hat der Wolf gesagt, verdammt, da nimmt man hohe Scheiße, kann man. So, das war unser Gärtner, der Steffen Rübel. Applaus. So, ich auch alle. So, und jetzt nach Alabasch.